Ich werde Ihnen in den kommenden 20 Minuten einen ganz kurzen Abriss geben über den Nachrichtendienst des Bundes, wer wir sind, was wir machen, was unsere Zuständigkeiten sind, auch etwas sagen, was wir natürlich nicht machen, und gebe Ihnen einen ganz kurzen Überblick über die sicherheitspolitischen Bedrohungen. Sie finden diese auch in unserem Bericht Sicherheit Schweiz, den wir jedes Jahr publizieren, jetzt dieses Jahr das zweite Mal als Nachrichtendienst des Bundes. Der wurde im Mai herausgegeben und ich habe ein paar Exemplare dabei, die Sie dann auch behändigen können. Die Lage ändert sich ja gesamthaft gesehen nicht so schnell, dass diese Berichte dann jeweils veralten sehr rasch, und zum Zweiten sind Sie ja sicher selber auch noch politisch interessiert und verfolgen die Lage selber auch weiter. Nun, was ist der Nachrichtendienst des Bundes? Wir haben uns definiert als eine Organisation, die Informationen mit nachrichtendienstlichen Mitteln beschafft, sie auswertet, analysiert, beurteilt und dann wieder aufbereitete Erkenntnisse daraus weiterverbreitet, mit dem Ziel, für Entscheidungsträger aller Stufen eine führungsrelevante Nachrichtenlage zu schaffen. Also wir sind primär dort ein Beratungsorgan für Entscheidungsträger und eben alle Stufen. Das heißt, wir arbeiten für den Bundesrat, wir arbeiten für einzelne Departemente, für Ämter, für Sektionen, für die Kantone, für die Polizeikorps, und das kann bei konkreten Ereignissen bis hinunter zur Einsatzführung gehen, wo wir versuchen, sehr direkt brauchbare Entscheidgrundlagen zu liefern. Wir erbringen dann auch noch sogenannte operative Dienstleistungen und ergreifen präventive Maßnahmen dort, wo wir das können, wo wir dafür zuständig sind, um die Sicherheit der Schweiz zu unterstützen. Unsere Aufgabengebiete sind einmal in der Schweiz durch das Gesetz definiert. Wir haben ein Bundesgesetz über Maßnahmen zur Wahrung der Innensicherheit, das uns eben genau festlegt auf Terrorismus, gewalttätigen Extremismus, Spionage und Verhinderung der Proliferation von Massenvernichtungswaffen und Trägermitteln. Und zum anderen haben wir das Bundesgesetz über die Zuständigkeiten im Bereich des zivilen Nachrichtendienstes. Dort sind die Zuständigkeiten als Auslandnachrichtendienst definiert, weil wir wurden ja eben letztes Jahr aus dem Inlandnachrichtendienst DAP und dem Auslandnachrichtendienst strategischer Nachrichtendienst fusioniert zum gemeinsamen Nachrichtendienst des Bundes. Das ZNDG, dieses Bundesgesetz über die Zuständigkeiten im Bereich des zivilen Nachrichtendienstes, das sagt dort nur relativ lapidar, dass man sich im Auslandsbereich mit sicherheitspolitisch bedeutsamen Informationen über das Ausland befasst. Was dann sicherheitspolitisch bedeutsam ist, das ist primär eine politische Frage. Das wird gesteuert von den sicherheitspolitischen Berichten, die der Bundesrat an das Parlament macht, und auch von den Aufträgen, die wir vom Bundesrat haben, sei es längerfristig in einem sogenannten geheimklassifizierten Grundauftrag definiert oder dann kürzerfristig durch einzelne Bedürfnisse der Departemente und Ämter. Es gibt aber auch natürlich Bedürfnisse, die durch die Lage entstehen, durch die Beobachtung der Lage, wo wir selbstständig darauf reagieren und versuchen, unseren Leistungsbezügern rechtzeitig das zur Verfügung zu stellen, was sie brauchen. Damit ist auch gesagt, dass wir sowohl diese Inland- als auch Auslandkompetenzen haben, und gewisse Themengebiete überschneiden sich dort natürlich. Also wir interessieren uns nicht nur für terroristische Entwicklungen in der Schweiz, die sind zum Glück sehr selten, sondern auch international. Und das war schon immer so. Der Inlandnachrichtendienst, der musste sich zwangsläufig mit der Entwicklung von terroristischen Phänomenen im Ausland befassen, weil wir eben die meistens importiert haben und nicht aus der Schweiz selber generieren. Ähnlich verhält es sich mit Spionage, die kommt immer aus dem Ausland. Proliferation geht eigentlich immer ins Ausland. Wir sind ja in der Schweiz nicht dabei, Massenvernichtungswaffen herzustellen. Also gibt es diese enge Verbindung, und die neue Organisation, die wir jetzt haben im NDB, ermöglicht es eben, diese beiden, vor allem Beschaffungsbereiche, koordiniert zu betreiben und dann die Lagebeurteilung eben aufgrund der Informationen sowohl aus dem Inland als auch aus dem Ausland zu führen. Wir arbeiten als Nachrichtendienst mit allen möglichen Sensoren. Also es gibt ausländische Staaten, die haben für verschiedene Disziplinen verschiedene Nachrichtendienste, beispielsweise für die Kommunikationsaufklärung von Satelliten und transkontinentalen Leitungen. Das haben wir nicht in der Schweiz, schon nur aus Grössenverhältnissen. Wir arbeiten mit sämtlichen Sensoren. Die technischen Betreiber des Systems sind zum Teil andere, also jetzt die Satellitenaufklärungssysteme werden technisch von der Armee betrieben, aber wir sind die Nutzer davon und dort laufen auch unsere Informationen wieder zusammen. Wir haben natürlich einen guten Anteil Informationen, den wir auch aus öffentlichen Quellen haben. Das ist klar, wir müssen wissen, was öffentlich herum ist, um erstens die Lücken zu identifizieren, wo etwas fehlt, und zweitens bei Bedarf auch zu verifizieren oder zu widerlegen, was öffentlich berichtet wird, sei es in den Medien oder in anderen Plattformen. Wir haben eine starke Verankerung in den Kantonen, in den Kantonspolizeien. Jeder Kanton ist verpflichtet, für den Bund ein Organ zu betreiben, mit dem wir für die Schweizer Bedürfnisse zusammenarbeiten können. Und das ist in der Regel in der Kantonspolizei angesiedelt. Natürlich sehr unterschiedlich in der Größe, können Sie sich vorstellen. Zürich hat etwas mehr als Appenzell-Innerrhoden. Und auch die Problemstellungen sind völlig anders, ob sie in Zürich oder eben an Appenzell-Innerrhoden sind oder in Genf mit x-tausend Diplomaten, unter denen sich, ich darf das glaube ich sagen, auch ab und zu Spione verstecken. Jedenfalls von größeren Ländern. Von der Organisation her sind wir eigentlich recht klassisch organisiert. Also der sogenannte nachrichtendienstliche Zyklus, der spricht von der Steuerung, von der Bedürfnisgenerierung, von der Beauftragung, kommt die Beschaffung, die Auswertung und die Verbreitung der Produkte. So ähnlich sind wir auch strukturiert. Wir haben einen Bereich, der Steuerung und Lage heißt, der ist mir unterstellt. Und wir sind dort verantwortlich erstens für das Erstellen des Lagebildes, für das Einholen auch der internen Produkte, Auswertungen, die wir brauchen, um das Lagebild zu erstellen. Und im Steuerungsteil steuern wir eben diese Produktion auch nach den Bedürfnissen unserer Leistungsbezüger oder Kunden, also der verschiedenen Departemente, der Kantone und so weiter. Wir schauen dort eigentlich, dass wir das Richtige machen, idealerweise zur richtigen Zeit und idealerweise in der richtig geforderten Qualität, also so, dass der Leistungsbezüger etwas damit anfangen kann. Das heißt, ein Spezialist bekommt ein Papier, das sehr technisch sein kann, währenddem ein Generalist auf der politischen Ebene, der muss das etwas einfacher erklärt haben. Also ein Bundesrat bekommt nicht das Gleiche wie ein Sachbearbeiter in einem anderen Departement. Der Bundesrat, der bekommt vor allem immer das Kürzere, weil der liest keine langen Papiere, oder? Der braucht das sehr kurz und knackig. Und das ist oft auch eine Herausforderung, eben so weit zu simplifizieren, dass man immer noch richtig liegt, aber gleichzeitig auch verständlich ist. Also das ist der Steuerungs- und Lageteil. Wir haben dann einen Beschaffungsteil, wo die Informationen beschafft werden im Inland, selbstständig und vor allem eben zusammen mit den Kantonen, die Auslandsbeschaffung und die technische Beschaffung, vor allem eben Satellitenaufklärung. In der Schweiz selber dürfen wir ja keine Kommunikationsaufklärung machen, also wir hören keine Telefone ab. Wir nicht, andere vielleicht schon, aber wir versuchen das dann zu verhindern, wenn es illegal und Spionage ist, oder? Aber wir selber können es nicht. Dann haben wir ein Infomanagement, das dann dafür zuständig ist, eben die beschafften Informationen aufzubereiten und intern so vorzuhalten, dass sie benutzt werden können, und die Auswertung, die die Produkte stellt, die in unseren Kernbereichen die Dienstleistungen eigentlich erbringt und die Beiträge auch für die Lagedarstellung. Der Anspruch an die Produkte, wie schon erwähnt, sie müssen zeitgerecht sein, praktisch umsetzbar und ausgerichtet. Auf Neudeutsch heißt das dann timely, actionable und customized. Nun, was bedroht die Schweiz? Kurz zur Bedrohungslage. Wir haben in unserem öffentlichen Lagebericht ein System entwickelt, an das wir uns seither eigentlich etwas halten, indem wir unterscheiden zwischen dem strategischen Umfeld, also was passiert mehr so um uns herum, was Einfluss haben kann auf die Sicherheit und die Interessen der Schweiz, aber nicht unbedingt direkt auf die Schweiz ausgerichtet ist, und was sind die direkten Bedrohungen. Die können dann erst mittelbar zum Beispiel eben aus dem strategischen Umfeld entstehen. Zum strategischen Umfeld zählen wir vor allem im Moment als Bedrohungsfelder die Verminderung der Handlungsfreiheit der Schweiz. Es gibt weltweit immer mehr Konfliktgebiete, es gibt Spannungen, auch wirtschaftlicher Natur, das ist ein weiterer Punkt, eben Gefährdung der Wirtschaft, die zu Druckerhöhungen gegenüber der Schweiz führen in Bereichen, in denen man früher sehr viel besser und freier agieren konnte. Wir haben zahlreiche Regionalkonflikte in der Welt, die sekundäre Auswirkungen haben können auf die Schweiz. Erstens Migrationsbewegungen, das ist an sich noch keine Bedrohung, aber dann auch wieder Nebeneffekte der Migration, die entstehen können. Also die Konflikte werden in die Schweiz getragen, indem die Konfliktparteien plötzlich auch präsent sind in der Schweiz. Wir können Kriminalität dadurch importieren, es kann Terrorismus sein, es kann aber auch eben Gegenmaßnahmen der betroffenen Staaten auslösen, die dann Spionage sind. Also betroffene Staaten versuchen dann, Oppositionelle in der Schweiz auszuspionieren. Das geht dann eher in den Bereich eben der direkten Bedrohungen und Gefahren. Wir haben die Proliferationsbestrebungen von verschiedenen Ländern, sehr bekannt Iran natürlich, der von vielen UNO-Sanktionen belegt ist, aber auch Pakistan, Indien, das jetzt mehr etwas aufgenommen wurde da in den Club der Atommächte, und Nordkorea, die versuchen weltweit Technologie und Güter zu beschaffen, die es ihnen ermöglichen, Massenvernichtungswaffen herzustellen. Davon sind wir ganz direkt noch nicht bedroht, sondern erst, wenn sich die Situation so weiterentwickelt, dass jemand diese Mittel gegen uns einsetzen möchte. Deshalb eher strategisches Umfeld. Wir sind aber sehr direkt betroffen, dort wo eben Schweizer Firmen, wissentlich oder unwissentlich, sehr oft ist es unwissentlich, in diese Beschaffungsbemühungen einbezogen sind, indem eben versucht wird, über sie Güter oder Technologie zu beschaffen, die diesen Ländern ein Fortschreiten dieser Programme ermöglicht. Wir haben die zunehmende Mobilität als strategisches Umfeld zu betrachten, und damit meinen wir vor allem die Mobilität der Schweizer. Schweizer machen etwa 6 Millionen Auslandreisen pro Jahr, und wenn man dann Geiseln hat, wie im Moment in Pakistan, kann das auch die Schweizer Sicherheitsorgane sehr stark beschäftigen, auch wenn unsere Möglichkeiten sehr limitiert sind, dort direkt einzugreifen. Und auch wenn wir versuchen, eben die Situationen im Vorfeld möglichst gut zu beurteilen, um dem Departement für Auswärtige Angelegenheiten Hinweise zu geben, wo es gefährlich ist, damit sie die Reisehinweise machen können. Für die Reisenden können wir natürlich niemanden daran hindern, trotzdem mit dem Kleinbus durch Pakistan, durch gefährliche Gegenden zu reisen. Und wenn es dann schief läuft, sind wir doch auch etwas in der Pflicht, dort wieder zu helfen. Und weiter im strategischen Umfeld Abhängigkeit der Schweiz von Rohstoff- und Energieimporten. Und das macht uns auch wieder abhängig und anfällig für Druckversuche. Bei den direkten Bedrohungen und Gefahren haben wir als erstes den Terrorismus. Das ist eine weltweit große Gefahr. Wir sind im Moment dort nicht direkt betroffen. Es gibt keine terroristischen Bewegungen, die es primär direkt auf die Schweiz abgesehen haben. Wir haben aber verschiedene Einrichtungen in der Schweiz, die beispielsweise eben Ländern gehören, die stärker betroffen sind von terroristischen Gegnern, USA oder auch die Türkei im PKK-Konflikt. Und dort müssen wir auch entsprechende Bedrohungsbeurteilungen machen und Schutzmaßnahmen treffen, um in der Schweiz die Sicherheit dieser Einrichtungen gewährleisten zu können. Bei direkten Bedrohungen dann dort eben, wo tatsächlich politische und wirtschaftliche Druckversuche stattfinden, sind diese sehr wesentlich. Wir sehen da beispielsweise Finanzplatz, aber auch nicht nur seit neuestem, sondern seit einiger Zeit beispielsweise in der Verbindung zum verbotenen Nachrichtendienst, wo es eben Staaten gibt, die auch offen deklariert haben, dass sie ihre Nachrichtendienste verstärkt einsetzen, um wirtschaftlich wichtige Informationen zugunsten ihrer eigenen Wirtschaft zu besorgen. Das haben beispielsweise die USA schon vor einigen Jahren offen deklariert, das haben auch die Franzosen offen deklariert, und dessen muss man sich einfach bewusst sein. Also diese Mittel, diese Nachrichtendienste werden auch eingesetzt, um eben wirtschaftliche Interessen zu fördern. Früher kannte man das vor allem von den sogenannten COCOM-Staaten, die da unter dem Ostembargo waren, der westlichen Staaten. Die haben dann versucht, eben wirtschaftliche Informationen und auch Güter zu beschaffen, um diese Embargo-Maßnahmen zu umgehen. Heute ist das viel breiter gestreut, kann man sagen, und dort haben wir als Abwehrdienst auch ein breiteres Spektrum von Bedrohungen, die wir berücksichtigen müssen. Dann eher innerhalb der Schweiz ist der Gewaltextremismus ein Thema, dort Linksextremismus, Rechtsextremismus und als eine etwas Sonderform der sogenannte Tierrechtsextremismus, also Personen, die sich aus ideologischen Gründen militant für Tierrechte oder das, was sie unter Tierrechten verstehen, einsetzen. Das kann dann eben sehr extreme Formen annehmen. Im Ausland kam es schon zu Mordanschlägen gegen Personen. In der Schweiz sind wir noch nicht ganz so weit, aber Sie erinnern sich vielleicht an die Urne der Mutter von Herrn Vasella, die gestohlen wurde. Auch dort hat man plötzlich eben ein solches Phänomen, das wir seit längerem im Ausland gesehen haben, wie es wächst, und gesagt haben, das kann sehr gut auf die Schweiz übergreifen, weil wir haben das Umfeld hier mit den Chemiefirmen, mit den pharmazeutischen Firmen. Wir haben, glaube ich, 2005 im damaligen Sicherheitsbericht darüber berichtet, dass das entstehen könnte. Damals hat es niemand interessiert. Als dann die Vasella-Anschläge kamen, war das plötzlich in allen Medien, und wir konnten auf den etwas älteren Bericht schon verweisen und gesagt, da steht es eigentlich schon drin, oder? Ist dann für uns gut. Das heißt nicht, dass wir es im Einzelfall verhindern können, weil wir können aus rechtlichen Gründen sehr oft nicht so nahe an diese Personenkreise herangehen, dass wir eben quasi live mitverfolgen können, was die tun. Und die Ermittlungen, nachdem etwas passiert ist, ist sowieso Sache der Staatsanwaltschaften und der Polizei. Dort versuchen wir zu unterstützen, wenn es geht, wenn wir eben Vorwissen haben über diese Szene, wie sie etwa zusammengesetzt ist, wo man ansetzen kann, dann geben wir das weiter, aber die eigentlichen Ermittlungen macht natürlich Staatsanwaltschaft und Polizei. Wir haben auch den Bereich Kriminalität und Gewalt abgehandelt im Bericht, das in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Polizei, das dort eigentlich federführend ist, aber das gehört doch in einen umfassenden Bericht über die Sicherheit der Schweiz. Dort halten wir fest, dass eben die Gewaltkriminalität an gewissen Orten im Zunehmen begriffen ist, dass aber auch dort beispielsweise im Bereich der organisierten Kriminalität die Schweiz noch relativ gut dasteht. Wir haben wenig Frontkriminalität in diesem Bereich, eher auch wie in anderen Phänomenen, Terrorismus beispielsweise, wenig, das sich in der Schweiz selbst abspielt, sondern die Schweiz eher etwas als Rückzugsraum benutzt wird. Wir haben die militärische Bedrohung sehr kurz abgehandelt in diesem Bericht, weil die natürlich für die Schweiz im Moment praktisch nicht existiert. Es gibt zwar noch überall Armeen rund um die Schweiz herum, die sind aber entweder alle fast ausschließlich defensiv ausgerichtet oder auf friedenserhaltende Einsätze im Ausland. und sind von daher keine Bedrohung für die Schweiz. Auch die Beziehungen zum Ausland sind ja in der Regel gut, auch wenn die Deutschen ab und zu von der Kavallerie reden, die ausreiten kann, um die Indianer zu verschrecken. Gehen wir doch davon aus, dass auf absehbare Zeit keine konkrete militärische Bedrohung besteht gegen die Schweiz, der wir direkt ausgesetzt sind. Und als letzten Punkt, und das ist etwas ein Querschnittsthema dann auch bei den direkten Bedrohungen, ist der Bereich der Angriffe auf kritische Informationsinfrastrukturen, die sogenannten Cyberattacken. Warum ist das eine Querschnittsbedrohung? Es ist eigentlich kein Selbstzweck, ja, diese Cyberattacke, sondern es ist etwas, was eben eine andere Absicht fördern soll. Entweder eine rein kriminelle Absicht, Geld damit zu machen, oder eine nachrichtendienstliche Absicht, Informationen zu beschaffen, eventuell eine terroristische Absicht, eine Infrastruktur zu sabotieren, oder wie bei Stuxnet gegen den Iran gerichtet, oder man versucht dort die Proliferation zu behindern durch eine eigene Attacke auf Informationsinfrastrukturen. Dem sind wir auch permanent ausgesetzt. Das Risiko nimmt dort zu, weil das Mittel immer besser verstanden wird, weil die Vernetzung immer größer ist und es gleichzeitig relativ sicher ist, es anzuwenden, weil Sie können irgendwo im Büro oder in der warmen Stube hocken und irgendwo anders auf der Welt einen Schaden anrichten oder eindringen und Informationen entwenden. Das ist ein Querschnittsthema, wie gesagt. Dort sind wir auch eng vernetzt auf Bundesebene mit verschiedenen Amtsstellen, die sich damit befassen, allen voran das Bundesamt für Information und Kommunikationstechnologie, BIT, das die Bundessysteme vor allem betreibt, außer die der Armee. Die Armee hat etwas eigenes, Führungsunterstützungsbasis, mit der arbeiten wir auch eng zusammen. Und wir decken dort den nachrichtendienstlichen Anteil wieder ab, dieser Aufgabe, solche Angriffe zu erkennen und abzuwehren, und stehen dort vor allem auch international in engem Kontakt mit vielen Partnerorganisationen, die ähnliche Aufgaben haben. Und das ist sowieso ein Bereich, über den ich jetzt noch nicht viel erzählt habe, aber ich muss Schluss machen. Wir arbeiten natürlich sehr stark international vernetzt, weil man kann diese Themen nicht als Kleinstaat für sich ganz allein bearbeiten. Also wir haben zu vielen Partnerdiensten weltweit Kontakte. Wir sind vor allem in Europa in informelle Gremien eingebunden. Es gibt den sogenannten Berner Club, früher war der geheim, heute sprechen wir darüber. Das sind die Inlandnachrichtendienste Europas, die sich seit Jahrzehnten regelmäßig treffen und eigentlich über genau diese Themen dann sprechen und zusammenarbeiten, die heute auch im BEWIS abgebildet sind: Terrorismus, Spionage, Extremismus und Proliferation. Damit habe ich meinen Überblick beendet. Es gäbe noch vieles zu sagen, das ist klar, aber ich möchte Ihnen auch noch die Gelegenheit geben, Fragen zu stellen. Eine Frage möchte ich noch schnell vorne wegnehmen. Wenn ich schon hier bin, die Muslime, die sind für uns natürlich keine Bedrohung, das ist ganz klar. Gleich wie andere Religionsangehörige auch nicht. Wir beobachten aber natürlich auch Muslime, genau gleich wie wir auch Christen beobachten, aber wir beobachten sie nicht, weil es Christen oder Muslime sind, sondern wir beobachten sie, weil wir einen Grund haben anzunehmen, dass sie in terroristische, nachrichtendienstliche, extremistische oder Proliferationsaktivitäten verwickelt sind. Und von daher sind wir nach unserer Auffassung konfessionell neutral. Unser Anliegen ist die Sicherheit der Schweiz, Beiträge zur internationalen Sicherheit, und dafür setzen wir uns ein. Vielen Dank.